Okay, Freunde, erstes richtiges Video mit der R1. Wir starten hier am Fuße meiner Hausstrecke, sage ich mal. Fuße des Sommerbergs. Ich habe einfach mal richtig Bock, das Ding einfach so mal für mich zu fahren. Das ist hier kein sonderlich themenbezogenes Video oder so, wie ihr es sonst von mir kennt. Das ist einfach nur, ich hock mich da drauf, ich fahre das Ding, gehe ein bisschen Kurven jagen, wenn ich das so sagen darf. Und genießt dieses Ding einfach mal. Gestern, also zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt dieses Video drehe, einen Tag davor, war ich am Sudelfeld hier in der Nähe. Das ist hier quasi in der Umgebung, der ein oder andere wird es kennen, aber hier in der Umgebung ist das so, ich sag mal, die Go-To-Strecke zum Motorradfahren. Geile Kurven, geile Landschaft, einfach abartig. Und da bin ich die R1 jetzt seit langer, langer Zeit, also wirklich extrem langer Zeit, mal wieder richtig gefahren. Natürlich war es ein bisschen komisch am Anfang, weil ich dieses Ding halt, also gar nicht gefahren bin seit 5 Monaten und vor dieser Zeit auch nicht so richtig gefahren bin. Ich bin halt die meiste Zeit die MT-07 gefahren, meine. Dementsprechend war das gestern, die ersten Meter waren ein bisschen komisch auf der R1, weil ich mich halt einfach wieder voll an dieses Ding erstmal gewöhnen musste. Aber ich hatte dann irgendwann den Dreh raus und ich muss wirklich sagen, wie im Reveal-Video schon erklärt, ich hatte die R1 schwerfälliger in Erinnerung, als sie tatsächlich ist. Die Sache ist halt, man muss, um dieses Ding in Schräglage zu bringen, schon wirklich arbeiten. Das ist nicht so easy. Also das ist überhaupt nicht vergleichbar mit zum Beispiel einer RSV4 oder einer S1000 Doppel-R. Das sind in Kurven quasi Spielzeuge. Und die R1, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es ehrlich nicht erklären, aber die ist halt wirklich, ja, schwerfällig einfach ein bisschen. Auf jeden Fall deutlich schwerfälliger als die gerade genannten Bikes. Der Vorteil daran ist aber, wenn dieses Ding dann erstmal in Schräglage ist, dadurch, dass sie eben so schwerfällig ist, bleibt sie auch genau da, wo sie sein soll. Das heißt, sie ist in der Kurve ultra stabil. Und das habe ich gestern gemerkt. Das ist wirklich ein großes Thema bei der Maschine hier. Also das geht wirklich klar. Das Wetter ist heute gerade noch so gut. Gestern war geil, Sonnenschein, 18 Grad, war perfekt. Und jetzt die nächsten Tage wird es mal wieder richtig scheiße. Mit teilweise 3 Grad Höchsttemperatur am Tag, Minusgraden in der Nacht, Straße arschkalt, Regen, Schnee. Heute ist quasi noch der letzte Tag für ungefähr eine Woche, wo ich mal richtig fahren kann. Dementsprechend muss ich heute fahren. Ein paar Regentropfen hat es schon runtergehauen, aber die stören mich nicht. Das können die Reifen schon vertragen. So, ich habe das Mikrofon hinten drin am Rücken, dass ihr auch schön Sound mitkriegt von diesem abartig geilen Klang. Crossplane Vierzylinder, einfach Liebe, ist einfach so. Und dann gehen wir jetzt einfach mal ein paar Kurven jagen. Scheiße, macht dieses Ding Spaß. Wir fahren die Strecke jetzt hier weiter. Eigentlich ist das hier quasi die letzte Kurve von der Strecke. Aber wenn wir ein paar Meter weiterfahren, wenn ihr euch noch ein paar Sekunden geduldet oder mein Schnitt einfach passt, dann sind wir gleich da, wo es weitergeht. Und da kommen die richtig geilen Kurven. Man muss halt sagen, die Kurven hier, die sind halt für so ein Bike einfach viel zu eng und viel zu langsam. Es ist halt einfach eine Tausender Supersportler und noch dazu eine sehr schwerfällige. Die will halt einfach langgezogene, schnelle Kurven. Da ist die zu Hause. Rennstreckenfeeling einfach. Und das haben wir halt hier beziehungsweise bisher nicht gehabt. Gestern, wo ich sie das erste Mal wieder so richtig gefahren bin, seit locker ein Dreiviertel des Jahres, also locker 8 oder 9 Monate bin ich die so nicht mehr gefahren. Da habe ich mich wieder neu in dieses Ding verliebt. Vor allem, ich habe mich bisher, klingt blöd, weil ich das Ding jetzt seit 2 Jahren besitze, aber ich habe mich vorher noch nie so richtig getraut, einfach mal über meinen Schatten zu springen und zu sagen, hey, du kitzelst jetzt einfach mal ein bisschen mehr aus der R1 raus. Das kann doch nicht sein, dass die sich so scheiße fahren lässt. Ja, und ich lag richtig. Ich habe mich einfach ein bisschen mehr angestrengt. Ich habe deutlich mehr mit dem Motorrad gearbeitet, mich deutlich mehr reingehängt quasi, also nicht im Schräglagensinne, wobei das natürlich auch, aber so einfach mehr Input gegeben an das Bike. Und siehe da, ganz anders, ganz anders. Also die R1 ist einfach ein Motorrad, mit der man krass arbeiten muss. Das ist schon Arbeit, dieses Ding zu fahren. Das ist nicht so spielerisch, wie es zum Beispiel auch der Doppel-R war, die ich testgefahren bin, wo es auch 2 Videos davon gibt. Das Ding hat mich wirklich von der Leichtigkeit her von den Socken gehauen. Aber so, jetzt halte ich mal lieber die Fresse. Oh fuck, ich habe GP-Shift direkt verschalten.
habe ja öfter mal von meinem Unfall erzählt hier, dass ich die Kurve nicht kannte und hier rausgetrieben bin. Das hier ist genau die Kurve, wo es mich dann da reingetrieben hat mit der 125er, weil ich viel zu schnell war und Schockstarre bekommen habe. Ist 50. Es ist einfach so geil, dieses Ding zu fahren. Es ist unfassbar. Vor allem die Soundkulisse auch. Dieser Crossplane Vierzylinder, das hat man auf keinem anderen Motorrad. Abartig, Mann. Also, ich habe dieses Ding wieder neu lieben gelernt. Hier stehen gerne mal Blitzer. Ich weiß zwar nicht genau, wie schnell ich fahre, aber das werden schon um die 60 sein hier. Knieschleifen ist heute nicht. Dafür ist mir einfach zu kalt, dass ich die Kombi anziehe. Hey, kleiner Funfact, die Leute, die mir nicht auf Insta folgen. Ich hatte vor kurzem wieder eine Kombi an. Ich passe wieder rein. Aber es ist mir einfach noch zu kalt, sage ich euch ehrlich. Also heute, jetzt hat es 11 oder 12 Grad. 11 Grad hat es heute. Nee, also da ziehe ich keine Kombi an. So gut passe ich dann da doch noch nicht rein, dass ich da Unterziehwäsche auch noch drunter bringe. Einfach einen Teil dieser Strecke nochmal. Das ist einfach, das macht so krass Spaß, Mann. Unfassbar. Bin so gehypt. Und die sich beschweren wollen oder schon beschwert haben in den Kommentaren, dass ich immer in den Gegenverkehr komme mit meinem Oberkörper, das ist mir bewusst. Aber solange kein Gegenverkehr kommt, ist das ja auch in Ordnung so. Ich habe halt immer noch nicht zu 100% den Dreh raus mit der Kiste hier, muss man ehrlich sagen. Ich fahre ja gefühlt auch erst seit kurzem wieder. Spaß. Es ist auch nichts los auf den Straßen, ehrlich. Ich schalte jetzt mal bewusst nicht in den ersten Gang, auch wenn der bis 167 km/h geht. Der ist mir einfach noch ein bisschen zu empfindlich.
habe jetzt das Mikro-Setup hinten noch nicht ausprobiert. So, auf der R1, in der Bauchtasche hinten drinnen. Ich hoffe, die Windgeräusche sind nicht zu krass. Alter. Oh, Junge. Diese Fehlzündungen. Ah. Habt ihr gewusst, dass die R1M solche Fehlzündungen nicht raushaut? Gut zu wissen, oder? Ich würde mir definitiv nie eine R1M holen. Zu viel Gas gegeben in Verbindung mit einer Bodenwelle, aber ich muss schon sagen, der Lenkungsdämpfer von der R1 ist schon brutal gut, also ernsthaft. Vor allem, ich habe ja auch noch die Flaps unten dran und die drücken das Motorrad halt nochmal extra nach unten. Das heißt, es gibt dem vorne deutlich mehr Stabilität und das merkt man brutal. Vor allem, wenn man da im zweiten und dritten Gang Vollgas gibt, das ist ein krasser Unterschied, was diese Flaps eigentlich bringen. Ohne Witz, das ist wirklich heftig. Hätte ich mir damals nie gedacht. Wir sind im zweiten. Deswegen. Ich habe so unfassbar viel Spaß gerade. Ich fühle es richtig. Unnormal. Vorbei, kommt Gegenverkehr? Nee, da ziehen wir vorbei. Hier muss man auch aufpassen, die Kurve macht auch zu. Einmal hoch und dann fahren wir zur Aussicht direkt weiter. Und dann muss ich erstmal meinen Nikotinhaushalt wieder auffüllen. Leute. Ich glaube, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für ein Gefühl ist. Ich glaube, das muss man einfach erleben. Also nicht unbedingt auf einer R1 zu fahren, das meine ich nicht, aber halt das Traumbike endlich in der Farbkombi nach über 2 Jahren Besitz und noch mehr Jahren von Träumen. Ein bisschen. Diese Metzler-Reifen sind einfach Bombe, Mann. Das sind einfach bombastische Reifen, ehrlich.
viel Vertrauen, die verzeihen so viel. Die Kurve hier, der vertraue ich irgendwie nicht. Also die mag ich einfach nicht. Da ist der Asphalt voll komisch. Selbstmörderkurve. Selbstmörderkurve Nummer 2. Ich bin voll im Modus. Kann gut sein, dass ein paar Leute aufgrund dieses Videos meinen Kanal deabonnieren werden, weil ich muss ja eine Vorbildfunktion sein. Ich darf ja so überhaupt nicht fahren. Wenn das irgendwer sieht, der mich als Vorbild nimmt, dann fährt er ja automatisch auch so, weil er denkt, das ist gut so, das ist cool. Nein, das ist überhaupt nicht cool, aber ich fühle es halt einfach. Und ich würde mal behaupten, dass ich ein bisschen Motorrad fahren kann. Also ich fahre ja nicht erst seit gestern. So, und wenn ich so fahren will, dann will ich halt so fahren. Ne? Und ich möchte halt einfach meine Freude mit euch teilen, von der ich gerade übersprühe. Also Adrenalin und, was ist das Glückshormon? Endorphin? Ja, Melatonin ist das Schlafhormon. Glaube ich? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall meine Glückshormone, die gehen gerade durch die Decke. Also mein Hormonspiegel ist ganz woanders, als er normalerweise ist. Oh Leute, jetzt fahren wir noch schön in die Aussicht. Ich kann hier auch schön im vierten Gang fahren, dann bin ich nicht ganz so laut. Habe jetzt schon genug Krach gemacht hier. Und jetzt wird erstmal ein bisschen gechillt, würde ich sagen. Freunde, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall ultra viel Spaß gemacht, dieses Video zu machen, sage ich euch ehrlich. Auch nichts los, wunderbar. Besser könnte es ja gar nicht sein. So, und hier, meine Freunde, kurz bevor das Video endet, ist die berühmte Aussicht. Keine 2 Minuten von der geilsten Strecke, meiner Meinung nach, in der Umgebung hier entfernt. Ich meine, es ist eine sehr kleine Strecke, es ist eine sehr kleine Bergstrecke, der Sommerberg. Aber ihr wisst ja, wenn ich hier in der Rosenheimer Umgebung ein Video drehe, ein Testvideo von einem Motorrad, dann fahre ich immer zum Sommerberg. Und das ist die Aussicht vom Sommerberg, Freunde. So sieht's aus. Und hier kann man richtig schön chillen. Und ich würde sagen, mit diesen Worten beende ich das heutige Video, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert den Kanal, folgt mir auf Instagram. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde. Jay ist raus.